Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, diesmal möchte ich die neue Kaskadeform von Molds & Shapes verwenden. Und ich habe mir gedacht, ich gieße Blumen in drei Lagen, weil die Form gibt es einfach her. Ich habe so einen ähnlichen Guss schon mal von der Petra Jungblut gesehen. Ich glaube, sie hat zwei Lagen gegossen und auch die Petra Rob. Ich verlinke beide in meine Beschreibungsbox, da könnt ihr mal schauen. Ich glaube sogar, dass Petra Rob irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es in YouTube ist oder auf Instagram, auch mal drei Lagen gemacht hat. Also ja, die beiden haben mich auf jeden Fall inspiriert, dieses Video zu machen. Und ich habe halt mein Harz schon in die Form gegeben. Ich habe mein Riesen-Ink reingetan. Das ist das Rote Beete von Octopus, Red Beet halt, und dann einfach meine Pigmentpaste gemischt. Das ist das Angel White von Loras oder von Loras Art Corner. Und ich habe mir das Ganze in den Spritzbeutel gefüllt, wie ihr seht, und mache hier lustig meine erste Lage. Das Harz, was ich da verwende, ist das Art Pro von Resin Pro. Und das ist ein mittleres, viskoses Harz. Das habe ich ein bisschen stehen lassen, damit es ein bisschen andickt. Und dann gieße ich mir meine Blumen. Das Weiß habe ich so angemischt wie immer. Das habt ihr schon in ganz vielen Videos gesehen. Ich habe diesmal nichts dazu gemixt. Auf jeden Fall nicht in der ersten Lage. Und jetzt sehe ich zu, dass ich mein Weiß auch noch weiter verwende. Und dann mache ich bei dem ersten ein Swirl, bei dem zweiten, da kriege ich mir ein paar Blütenblätter und der bekommt auch ein Swirl. Bei den nächsten gehe ich einfach nur so ein bisschen so von außen nach innen, dass ich auch so ein bisschen Blütenblätter habe, aber da mache ich keinen Swirl. Und beim folgenden, da mache ich praktisch ganz viele Swirls. Ich gehe einfach so entlang, wie ich auch vorher mein Resin-Ink vermengt habe, einfach um zu sehen, was dabei rauskommt. So, das ist jetzt die Nahaufnahme. Das ist so ungefähr eine Viertelstunde nach dem Guss. Und ich hoffe halt noch, dass sich das Ganze noch schön zusammenzieht. So, da seht ihr das so ein bisschen. Das hat sich gut zusammengezogen und ich habe auch schon meine nächste Schicht Harz in meine Form getan. Und jetzt nehme ich das, welche Farbe ist das? Das ein lila Ton, das ist auch von Octopus. Wie heißt das denn noch? Müsste ich in meine Beschreibungsbox schreiben. Ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ist auf jeden Fall ein relativ dunkler lila Ton. Und ich habe mir da jeweils einen Tropfen in die Mitte gegossen. Und jetzt habe ich hier mein Weiß. Das ist praktisch meine Überreste vom anderen Guss. Und da habe ich halt das Weiß und das Baby's Breath, beide von Loras Art Corner, hineingemengt. Und meiner ersten Form, da gehe ich wieder in eine Spirale. Das Harz ist hier auch schon relativ dickflüssig, weil, wie gesagt, das stand eine ganze Zeit lang. Und ich habe halt noch was anderes vorher gegossen. Hier gehe ich wieder in kleinen Zickzacklinien. Ich musste mich echt dran erinnern, was habe ich überhaupt gemacht. Aber im Prinzip ist es auch egal. Ihr könnt einfach, freischnauze, so wie ihr euch gerade fühlt, könnt ihr eure Blumen gießen und einfach machen. Hier gebe ich so praktisch meine klassische Blume entlang. Ich glaube, ich hatte da vorher auch anders gegossen. So ist das dann manchmal. Und beim letzten mache ich wieder diese ganz feinen Blütenblätter praktisch einfach in so, auch so eine Art Zickzack, halt, dass die Blütenblätter ziemlich fein sind. Die Form, die Kaskadeform, ist übrigens von Molds & Shapes, ist eine der ganz, ganz neuen Formen, die auf drei Ebenen gestuft ist. Und ja, die ist wunderschön. Und ich habe mich so gefreut, als die Form rauskam, weil ich wollte diese Technik immer schon mal ausprobieren. Aber ja, irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Aber die Form gibt es wirklich her, dass man
in solchen Lagen halt gießt. Jede Lage ist, ich meine, 3 Millimeter, also sollte Molds and Shapes zuhören, korrigiert mich bitte. Ich glaube, im Ganzen müsste sie 9 Millimeter dick sein. So, und auch hier gieße ich halt meine Blüten und jetzt nehme ich mein Dotting-Tool und ziehe mir auch wieder die Blütenblätter richtig schön, mache mir mein Design, gebe in den beiden, wo ich jetzt den Swirl hatte, auch nochmal einen Swirl rein, obwohl es zu dem Zeitpunkt wirklich unsinnig ist, weil ich habe ja schon die erste Lage gegossen, aber ich habe gedacht, mach mal. Man muss einfach immer mal ausprobieren, gucken, was daraus wird. Und das ist meine zweite Lage fertig. Und das ist jetzt ungefähr, das ist etwas später, so eine halbe Stunde später. Und ja, die Blütenblätter, die haben sich schon gut zusammengezogen. Aber auch das Lila, das hat sich richtig in die Mitte gezogen. So, und jetzt meine letzte Lage. Und dann nehme ich das Sun. Ist ein Gelbton, auch von Octopus. Und ich gebe einfach nur 4 Tropfen in meine Form und dann verswirle ich das Ganze wieder. Ich wollte da nicht ganz so viel von dem Gelb haben, halt einfach nur so ein bisschen. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz mit ganz, ganz vielen Tropfen am Rand entlang. Und jetzt habe ich auch wieder meinen Weißmix. Ich hatte vorher auch wieder was anderes gegossen. Habe mir extra mehr Weiß angemischt, habe da auch wieder dieses Baby's Breath mit reingemengt, sodass dann die äußeren Blütenblätter auch einen schönen Glanz haben. Hier mache ich wieder meine Spirale. Hier meine Zickzack-Spirale. Ich bin echt total neugierig, was dabei rumkommt. Übrigens, Molds and Shapes, Laura's Art Corner und Resin Pro verlinke ich in meinem Beschreibungsbox. Da habe ich meine Rabattcodes. Schaut einfach mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Hier gieße ich meine klassische Blume wieder. Halt etwas größer. Wie ihr gesehen habt, habe ich halt relativ klein angefangen, dann so eine mittlere Größe gemacht und jetzt gieße ich halt größer. Jetzt sehe ich auch noch mal zu, dass ich mein Weiß komplett verwende. Da mache ich wieder meinen Komplett-Swirl. Da weiß ich wirklich nicht, was dabei rauskommt. Aber ich habe gedacht, probier es mal einfach aus. Guck, was passiert. Hier wieder nur den Swirl in die Mitte. Genau wie da. Obwohl es da ja bei beiden Blumen jetzt keinen Sinn macht. Aber ich habe gedacht, mach mal. Ne, da designe ich mir wieder meine Blütenblätter ein bisschen. Damit die ein bisschen mehr Struktur kriegen, hoffe ich. Und das Gleiche auch nochmal in diesem Coaster oder Untersetzer. So, und das ist dann auch meine dreilagige Blume fertig. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. So, das ist jetzt die Nahaufnahme. Das ist auch wiederum so ungefähr 10 Minuten nach dem Guss. Also am Rand fängt es schon an zu arbeiten, das Harz. Und ich bin total gespannt, was dabei rumkommt. So, das ist jetzt der nächste Tag und ich habe dann wirklich noch mal 24 Stunden, sogar etwas länger gewartet, weil ich wollte schon, dass sie vernünftig aushärten. Und ich bin total gespannt. Ich nehme mir die erstmal vorsichtig aus meiner Form und ihr seht die, gehen wirklich sehr, sehr einfach aus der Form heraus. Also Molds and Shapes, die haben schon richtig tolle Formen.
da bleibt irgendwie nichts hängen oder, ne, obwohl Molson Shape sagt ja immer, bitte kein Feuerzeug verwenden oder so. Ich mache es immer, weil ja, so kriege ich die Bläschen am besten weg. So, das ist der erste Untersetzer und das ist das mit diesen Zickzacklinien. Also vom Design her bin ich nicht so begeistert, aber die Tiefe ist total stark, also richtig schön. Jetzt der zweite mit der Zickzack-Spirale und schaut mal hier. Da ist mir was ins Harz gefallen, keine Ahnung, was das ist. Da war wohl irgendwas in meinem Weiß, aber schaut mal die Tiefe. Ihr seht das gleich in der Nahaufnahme auch noch besser. Und der nächste, und schaut euch die mal an, die ist mal richtig schön geworden. Die gefällt mir richtig gut. Also in der Art und Weise werde ich auch auf jeden Fall noch mal was machen. Und dann noch der letzte Untersetzer. Und schaut mal, die Tiefe ist Wahnsinn. Gleich in der Endaufnahme, da seht ihr das noch mal. Also ich bin total begeistert. Fürs erste Mal, dass ich diese Technik angewendet habe, finde ich die einfach absolut stark. Schaut euch mal die Form an mit den drei Lagen und die Tiefe, die ihr da erzielen könnt. Wahnsinn, echt. Und jetzt gleich kommt meine Lieblingsblume, diese hier, die jetzt kommt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin den beiden Petras echt dankbar, dass ich diese Technik gesehen habe. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und auf jeden Fall über einen Kommentar. Ich sag mal, bis zum nächsten Video, eure Petra. Tschüss!